oder überhaupt im ganzen Open Access Zeitschriften Geschäftsmodell ist eben etwas schiefgelaufen. Ich glaube, das wird keiner mehr bestreiten, weil es eben sehr viel Geld kostet. Die Preise für die Article Processing Charges explodieren gerade wieder, seit es keine Deckelung mehr gibt. Hallo zusammen, mein Name ist Ulrike Ostrinski und ich bin bei ZB Med für die Pressearbeit zuständig. Hier für die Playlist führe ich regelmäßig kurze Interviews zu aktuellen Themen von ZB Med. Mein Gast heute ist meine Kollegin Professor Dr. Ursula Arning. Hallo Ursula, schön, dass du da bist. Hallo Ulrike, danke für die Einladung. Ursula Arning leitet bei uns den Bereich Open Science. An der TH Köln hat sie eine Professur für Open Access und das Management digitaler Ressourcen. Und sie macht sich in zahlreichen nationalen und internationalen Netzwerken stark für das Open Access Publizieren. Ursula, ich glaube, man kann sagen, Open Access und Open Science, das ist für dich eine echte Herzensangelegenheit. Ja, ich bin ja auch Nutznießerin davon. Als Forschende ist es natürlich auch wichtig für mich, dass ich jederzeit an die Literatur herankomme, die ich benötige, und habe selber eben während der Dissertation zum Beispiel eben festgestellt, dass das E-Lizenzieren sehr schön ist, aber früher im Print hatte man eben noch die Fernleihe Subito, da bekam man die Sachen auf jeden Fall. Aber bei den E-Lizenzen, wenn die eben nur für den Campus selber sind, dann hätte ich eben immer nach Berlin fahren müssen, zum Beispiel, oder eben woanders hin, um dort Einblick zu haben. Und Open Access ist eben dafür da, dass alle jederzeit zugreifen können, sei ich jetzt in Deutschland oder in Argentinien oder irgendwo auf der Welt. Und das ist natürlich super. Andererseits habe ich nach meiner Forschung auch gesehen, ich habe hier so viele Quellen und Daten gesammelt, so digitalisierte Zeitschriften aus dem 19. Jahrhundert, die natürlich auch nicht immer wieder neu digitalisiert werden sollen. Und dann ist es einfach die Frage, wo soll ich damit hin? Wem kann ich das anbieten? Das sind kostbare Schätze, die gerne andere jetzt auch wiederverwenden dürfen. Und warum sollen die jetzt bei mir irgendwo in der Schublade liegen? Und deswegen ist da das offene Miteinander kommunizieren, das Austauschen eben für mich total wichtig. Und natürlich auch das Ideologische, dass wir nicht hier in Deutschland oder in Europa unsere eigene Wissenschaft verfolgen, natürlich mit den USA und so weiter, aber dass auch der globale Süden einbezogen wird und mit uns zusammen die Wissenschaft diskutieren kann. Das war jetzt ein tolles Plädoyer für Open Access. Und natürlich geht es auch hier in dem Gespräch um das Thema, beziehungsweise um einen ganz speziellen Aspekt, nämlich die Transformation. Die Transformation von Zeitschriften zu Open Access, die läuft schon seit Jahren. Die Transformation von Büchern läuft dagegen gerade erst an. Vor kurzem ist ein Positionspapier zu dieser Thematik erschienen und Ursula, du bist daran ja beteiligt. Kannst du kurz umreißen, warum ihr das Papier veröffentlicht habt? Ja, genau, eben aus dem Grund, den du gerade schon erwähnt hast, also bei den Open, bei den Zeitschriften, bei der Transformation ist eben aus unserer Sicht sehr viel auch schiefgegangen, leider. Man hat sich, oder im Bereich des Open Access bei Zeitschriften, die Geschäftsmodelle, da hat man sich den kommerziellen Strukturen, die sehr schnell entstanden sind, angepasst. Man spricht von diesen Article Processing Charges, APCs. Die sind aber jetzt wieder durch die Decke geschossen. Also man muss sehr, sehr viel Geld bezahlen, um überhaupt publizieren zu dürfen. Natürlich, je nachdem, in welchem Fachbereich man ist, bei welcher Zeitschrift, bei welchem Verlag man publiziert, ist alles relativ. Aber es gibt diese wahnsinnigen Gewinnmargen für einige kommerzielle Verlage. Und das war ja auch ein Anliegen der Open Access Bewegung, das einzudämmen und vernünftige Preise zu generieren. Und wir möchten nicht, dass es bei den Büchern jetzt genau das Gleiche wieder wird. Und wir hatten ja inzwischen Gelegenheit seit 2003. Es gibt sehr viele Publikationsdienstleistungen in öffentlicher Hand, die qualitativ wirklich super sind, die den kommerziellen Verlagen entsprechen. Und es ist jetzt auch kein Plädoyer gegen die kommerziellen Verlage, sondern wir möchten nur Selbstbewusstsein schaffen, dass diese qualitativen Plattformen da sind und die günstig publizieren, ohne ausufernde Preise, weil es eben nicht notwendig ist. Wir sind ja nicht gewinnorientiert und vor allen Dingen sind wir aber wissenschaftsorientiert. Das ist das Wichtige. Wir möchten mit unseren Services das publizieren, was die Wissenschaftlerinnen benötigen. Ich denke, das Wesentliche hast du jetzt schon gesagt. Liegt dir noch irgendetwas ganz besonders am Herzen? Der Vernetzungscharakter ist eben ganz wichtig, dass man das sieht, aber eben auch, dass die Gelder bewahrt werden. Wir möchten wirklich verhindern, dass es da so eine weitere Preisspirale gibt, wie wir sie ja gerade schon erlebt haben.
und miteinander im Gespräch bleiben, sich gegenseitig austauschen, die Qualitätskriterien anwenden, darauf hinweisen, dass es sie gibt und eben auch damit publizieren. Bist du zuversichtlich, was die Entwicklung angeht bei den Open Access Büchern? Ich denke, also gerade ZB Med mit Publisso, wir haben ja die Living Handbooks schon seit 2015 herausgebracht. Das ist wirklich etwas, was sicherlich große Zukunft haben wird, weil das ja auch kapitelbasiert ist, also wie ein Handbuch eben. Man wird nicht das Buch von A bis Z durchlesen, sondern man wird es in den einzelnen Kapiteln durchlesen. Natürlich wird es immer wichtig bleiben, je nach Buchart, dass es haptisch ist bei einigen. Aber wenn es jetzt wirklich so wissenschaftlich ist, dass man es sofort benötigt, es erleichtert ja so extrem viel. Es erleichtert das Zitieren, wenn man da Copy-Paste machen kann. Es erleichtert Suchen. Also man kann ganz andere Forschung betreiben, wenn es elektronisch vorliegt und man da mit Suchmaschinen, mit Text- und Data-Mining arbeiten kann. Da kommt ein Print-Exemplar ja nie heran. Liebe Ursula, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und Informationen. Das ganze Positionspapier verlinke ich natürlich in den Shownotes und dann können Sie es nachlesen. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!